Hallo zusammen, in dem heutigen Video geht es darum, einen Innenraumluftfilter an einem Polo 9N zu wechseln und ja, wie das geht und ich sag mal, auf was ihr zu achten habt, das sage ich euch jetzt. Und zwar haben wir jetzt hier den Innenraumluftfilter. Der große Unterschied zwischen den Innenraumluftfiltern ist es einmal, dass es normalen Filter gibt und Aktivkohle. So, den packen wir jetzt mal aus. Und da kann man auch eben erkennen, dass der von vornherein so ein bisschen schwarz ist. So, so sieht er aus. Hier ist noch eine Flussrichtung drauf, auf die müsst ihr auf jeden Fall achten. Ja, und ich würde sagen, jetzt bauen wir das Ding mal am Fahrzeug ein. So, ich nehme euch mal mit. Ich stelle euch jetzt mal eben in den Fußraum, weil der Polo hat seinen Innenraumluftfilter im Beifahrerfußraum. Gut, ich habe euch jetzt mal in den Fußraum gestellt und dann seht ihr hier diese Klammern. Eine zur Seite schieben, immer in die Mitte, dann könnt ihr das Ding abnehmen. Ja, und dann seht ihr schon, wie es da so ein bisschen rausbröselt. Und dann könnt ihr praktisch diesen Rahmen hier so rausziehen. Ja, und habt ihr den Filter schon in der Hand. Hier ist ein Kunststoffrahmen und diesen Kunststoffrahmen müsst ihr natürlich um den neuen Filter wieder reinmachen. Und die Flussrichtung ist natürlich so rum. Ja, das Gebläse sitzt hier und von da aus geht es also praktisch in den Heizungskasten rein. Das heißt, dass der Innenraumfilter muss so rein. Fummel ich mal eben diesen schönen Rahmen da wieder drum. Okay, jetzt habe ich hier den Rahmen wieder drum gemacht. Okay, hier ist die Flussrichtung und jetzt müsste das Ding wieder da rein. So. Okay, jetzt muss die Klammer wieder drauf. So, das ist einmal. Jetzt die Klammer wieder auseinanderschieben. Die Klammer auch wieder auseinanderschieben. Okay, ja, jetzt müsst ihr nur den Fußraum so aussaugen. Weil so kann man den Dreck natürlich nicht da drin lassen. Das heißt, es ist jetzt das nächste, müsst ihr nur Fußraum aussaugen und dann war es das schon. Ja, so schnell könnt ihr den Innenraumluftfilter an einem Polo 9N wechseln. Wichtig ist, dass ihr die Klappe wieder richtig drauf macht, sonst fällt ihr nämlich runter. Ja, Fußraum aussaugen und ihr solltet auch immer mal, wenn ihr den Innenraumluftfilter wechselt, den Wasserkasten sauber machen. Das war's in diesem Video. Ich sag bis dann, danke und tschüss.